Ich No freue mich auch pressure. sehr, heute wieder hier sein zu dürfen. Ich glaube, ich war das letzte Mal irgendwie 2019 und mit dabei oder 2020, ist auf alle Fälle viel zu lange her. Deswegen bin ich froh, dass ich heute hier sein darf und eines meiner Herzensthemen, nämlich die Screw-Up Nights, vorstellen darf. So, ja, ihr kennt mich vielleicht, vielleicht kennt ihr mich nicht, wenn ihr mich in einem kleinen Familienunternehmen mit knapp 400.000 Mitarbeitern, nämlich bei Bosch. Und ihr kennt vielleicht unsere Ixos, eines der beliebtesten Heimwerkerprodukte. Eventuell kennt ihr auch unsere Waschmaschinen und vielleicht wisst ihr sogar, dass es bei uns auch Zündkerzen und Sicherheitskameras gibt. Wisst ihr aber auch, dass wir eigentlich gerade auf dem Weg sind, das führende AIoT-Unternehmen zu werden? Wahrscheinlich wisst ihr nicht mal, was AIoT ist, weil ich habe so das Gefühl, das weiß außerhalb von Bosch noch keiner. Der Gedanke ist, Artificial Intelligence und das IoT miteinander zu verknüpfen und zusammenzubringen. Vielleicht habt ihr es Anfang des Jahres gelesen, in der Presse war zu lesen, dass wir das Ziel haben, bis 2025 all unsere Produkte entweder mit Artificial Intelligence auszustatten oder damit zu produzieren. Außerdem wollen wir führende Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen werden. Und dabei wollen wir natürlich die Qualität, für die wir bekannt sind, beibehalten. Und dafür brauchen wir auch eine zukunftsgerichtete Unternehmenskultur. Das ist ein ganz schöner Wandel, wenn man sich das so anguckt, von Hardware zu Software und Services mit künstlicher Intelligenz und im IoT. Also wir reden da halt echt von ganz schönen Welten, die wir überbrücken müssen. Und wir haben ziemlich früh erkannt, dass das nur dann geht, wenn wir eben nicht nur unsere Produkte vernetzen, sondern auch unsere Mitarbeiter und wenn wir dafür sorgen, dass wir uns von Grund auf verändern. Und dafür haben wir 2016 unsere We Lead Bosch Zusammenarbeitsprinzipien aufgestellt und eingeführt. Und zwei davon sind letzten Endes für mich und für meine Kollegen leitend gewesen, als wir das ganze Thema Screw-Up Nights zu Bosch gebracht haben. Nämlich zum einen das We learn from mistakes and see them as part of our innovation culture. Und das zweite, we communicate openly, frequently and across all levels. Wir haben uns diese Prinzipien angeguckt. Nein, das stimmt nicht. Wenn ich jetzt behaupte, wir haben uns die Prinzipien angeguckt und haben dann gesagt, wir bringen die Screw-Up Nights zu Bosch, würde ich lügen. Und ich will euch nicht anlügen. Es ist so, ich habe das Konzept irgendwo auf einem Event mal gesehen, fand es großartig und dachte, hey, das passt perfekt zu uns. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Und genau so ist es dann letzten Endes auch dazu gekommen. Aber es passt eben tatsächlich auch wunderbar zu unseren Zusammenarbeitsprinzipien, die einen besonderen Fokus auf ich will es gar nicht Fehlerkultur, sondern eher eine Lernkultur setzen und eben auf eine offene Kommunikation über alle Ebenen hinweg. Und wir haben eben 2016, also ich habe es mit zwei Kollegen ins Leben gerufen, die Screw-Up Nights. Außerhalb von Bosch heißt der ganze Spaß in der Regel Fuck-Up Nights. Wir haben mit unseren Kollegen in den englischsprachigen Ländern über den Namen gesprochen. Die waren nicht so amused und haben gesagt, sie fühlen sich dadurch irgendwie nicht abgeholt und finden das sehr vulgär und haben dann vorgeschlagen, dass wir das Ganze Screw-Up Nights nennen. Wir haben uns gedacht, wir können es auch Klaus Bärbel nennen, solange der Inhalt stimmt. Und deswegen heißt das Ganze bei uns Screw-Up Nights. Warum machen wir das? Also, zum einen haben wir gerade eben schon gesehen, dass wir stoßen jetzt in Felder hinein, in denen wir uns einfach noch nicht auskennen. Also, wir haben mittlerweile schon eine ganze Menge Expertise auch im Bereich AI und IoT, aber es ist halt nicht unser Kerngeschäftsfeld. Es gibt uns seit 1886. Wir wissen, wie man Waschmaschinen baut, wir wissen, wie man Zündkerzen herstellt. IT ist noch ein bisschen neuer für uns. Das heißt, wir wollen letzten Endes Innovation fördern. Und Innovation fördere ich unter anderem dadurch, dass ich eine Kultur schaffe, in der Fehler nicht, also kein Weltuntergang sind, in der Fehler auch nicht als Karriereende gesehen werden, sondern in der klar ist, dass ich Fehler machen kann, wenn ich in neue Felder vorstoße, weil ich sonst überhaupt nicht vorankomme. Das ist der zweite Punkt. Wir wollen eben auch eine Atmosphäre schaffen, in der ich offen über Fehler reden kann, in der ich mich sicher fühle, weil Psychological Safety ja auch eines der wichtigen oder eines der Kernthemen ist,
die in dieser bekannten Google-Aristotle-Zusammenarbeits- oder High-Performing-Teams-Studie als einer der wichtigsten Faktoren herausgekommen ist. Wie bringe ich ein Team wirklich zu einem High-Performing-Team? Dafür braucht es psychologische Sicherheit und auch die wollen wir mit den Scrub Nights herstellen, beziehungsweise wir wollen zeigen, es ist völlig in Ordnung, Fehler zu machen, solange du daraus lernst und solange du sie nicht mehrfach machst. Und last but not least ist für uns auch immer wichtig der Aspekt des Networking. Wir wollen Menschen zusammenbringen, deswegen wir auch von Anfang an gesagt haben, das sind Bosch-weite Scrub Nights. Also jeder, der im Großraum Stuttgart irgendwie gerade Zeit und Lust hat, kann da dazustoßen. Wir haben das nicht auf einzelne Geschäftsbereiche beschränkt, obwohl die drei Kollegen, also wir drei, die wir es gestartet haben, kamen alle aus der IT. Aber wir haben gesagt, das ist überhaupt nicht sinnvoll, dass wir das nur auf unseren IT-Bereich beschränken, sondern da soll gerne jeder vorbeikommen, der Spaß hat, der Zeit hat und der einfach gerne dabei sein möchte und der das richtige Mindset mitbringt. So hat das alles angefangen. Was ihr da seht, ist ein Schnappschuss von unserer ersten Screw-Up-Night. Was ihr sehen könnt, ist in einem unserer Gebäude die Kaffeeküche. Das heißt, wir haben auch gesagt, wir machen das hier irgendwie mit so wenig Aufwand wie möglich. Wir haben ein paar Poster ausgedruckt, beziehungsweise eigentlich waren es nur DIN A4-Blätter, auf denen Screw-Up-Night drauf stand, das Datum. Und die haben wir dann im Gebäude aufgehängt und haben gesagt, hey, wir gucken mal, wer kommt. Ja, es waren immerhin 40 Leute, die beim ersten Mal vorbeigekommen sind. Wir hatten vier Speaker, die ihre Geschichten erzählt haben und haben das Ganze bei uns eben in der Kaffeeküche gestartet, weil wir auch gesagt haben, wir wollen keine sterile Atmosphäre von einem Besprechungsraum, sondern wir wollen, dass das Ganze irgendwie locker ist, dass die Leute sich wohlfühlen und dass sie eben entspannt miteinander in den Austausch kommen. Ich habe jetzt schon angedeutet oder schon gesagt, wir haben vier Speaker bei der ersten Scrub Night gehabt. Bei einer normalen Fuck-Up Night oder beim Ursprungskonzept ist es ja eher so, dass spontan aus dem Publikum Menschen aufstehen und ihre Geschichten erzählen. Ich traue mich das bis heute nicht, obwohl wir es seit 2016 machen. Ich gebe offen zu, ich bin da, oder da vertraue ich meinen Kollegen vielleicht auch nicht genügend. Wir sind immer insoweit vorbereitet, dass wir Kollegen einladen, die ihre Geschichten erzählen und sich auch ein bisschen vorbereiten können. Und das geht bei uns tatsächlich eigentlich über alle Ebenen hinweg. Also wir haben so einfache Fußsoldaten wie mich. Wir haben Gruppenleiter, wir haben Projektleiter, wir haben Abteilungsleiter. Wir hatten auch schon aus dem IT-Bereich, aus der Geschäftsleitung mehrfach Speaker mit dabei. Und die sprechen wirklich auch über alles. Also es sind sowohl private als auch geschäftliche Geschichten mit dabei. Das heißt, wir hatten schon Kollegen, die erzählt haben, wie sie mal sich selbst in einen Burnout manövriert haben, was sie daraus gelernt haben. Wir hatten aber auch Kollegen dabei, die erzählt haben, wie sie mal ein Intranet eingeführt haben und was dabei alles schiefgegangen ist. Ein Kollege hat irgendwie mal erzählt, wie sie bei unserer Bosch Connect-Einführung bei einem Executive-Forum einfach irgendwie zu wenig WLAN-Hotspots bereit hatten, irgendwie 200 iPads, damit die Führungskräfte Bosch Connect direkt mal ausprobieren können. Ja, und dann hat das mit dem WLAN halt nicht funktioniert. Solche Dinge sind die unterschiedlichsten Geschichten. Ich selbst hatte auch schon mal die Ehre, eine Geschichte auf einer Scrub Night in Hildesheim zum Besten geben zu dürfen. Grüße an Martin, ich habe dich vorhin gesehen. Ich zum Beispiel habe davon erzählt, wie ich mal ein Fotoshooting bei Bosch in Rumänien total in den Sand gesetzt habe, wo ursprünglich wir mit knapp 1.500 Euro Kosten gerechnet hatten und dann am Ende durch Bearbeitungskosten oder Retuschearbeiten letzten Endes bei 20.000 Euro gelandet sind. Also sind die unterschiedlichsten Geschichten dabei. Und das macht für mich auch so ein bisschen den Charme aus, weil der Gedanke dahinter ist auch nicht zwangsläufig, dass wir die größte Lessons-Learned-Sammlung der Welt haben wollen. Also natürlich ist es gut, wenn ich aus den Fehlern der anderen lernen kann, aber in erster Linie geht es eigentlich auch um den Transfer und um dieses, um das Gefühl, wirklich über Fehler reden zu können und zu sehen, okay, mir passiert nichts. Also ich habe meinen Job auch immer noch. Ich habe sogar geschafft, noch mal ein paar Mal irgendwie meinen Job zu wechseln, nicht gezwungenermaßen. Genau, das ist einfach so. Also natürlich ist es schön, wenn man direkt was mitnehmen kann, aber in erster Linie geht es eben auch einfach darum, den Transfer zu ermöglichen und zu schauen, okay, was habe ich in der Situation gelernt, was andere vielleicht auch mitnehmen können, selbst wenn sie nicht in exakt derselben Situation landen.
Das Schöne ist, mittlerweile haben wir das Ganze tatsächlich auch weltweit. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, was ich so rekonstruieren kann, wo überall Screw-Up Nights stattgefunden haben. Und ihr seht, ja, wir haben viele deutsche Standorte: Plochingen, Hildesheim, Lohr, Schwieberdingen, Ludwigsburg, Schweinfurt und eben auch im Großraum Stuttgart. Wir haben aber auch in Polen Kollegen, die Screw-Up Nights durchgeführt haben. Wir haben in Wien Kollegen gehabt, in Bursa in der Türkei und sogar in China, in Shanghai und in Suzhou, wo man ja immer denkt, ah, da könnte das schwierig sein. Eine war sogar mal in Thailand. Und ich werde nicht versuchen, den Ort auszusprechen, weil ich weiß einfach nicht, wie man es richtig ausspricht. Aber auch in Thailand hatten wir Kollegen, die eine Screw-Up Night durchgeführt haben. Und wir machen das Ganze oder wir organisieren das Ganze über unsere Screw-Up Nights Community auf Bosch Connect, wo wir mittlerweile 688 Mitglieder haben, die auch wirklich, wie man sehen kann, aus ganz unterschiedlichen Ecken vom Unternehmen kommen. Nämlich aus 545 unterschiedlichen Abteilungen, an 92 Standorten und über 21 Länder verteilt. Das finde ich immer noch eine wahnsinnig beeindruckende Zahl. Und gerade jetzt, wo wir natürlich mittlerweile auch auf virtuelle Scrub Nights umgestiegen sind, nach einigem Zögern gebe ich offen zu, kriegen wir aber natürlich auch Zulauf international viel mehr, weil es jetzt natürlich einfacher ist, an der Scrub Night teilzunehmen. So, ich habe euch hier noch ein paar Eindrücke mitgebracht aus den guten alten Zeiten, damals, als man noch vor Ort Scrub machen konnte. Ihr seht, wir sind unserem Vorsatz treu geblieben, in etwas anderen Locations zu sein. Also links oben seht ihr unsere Connectory in Stuttgart in der Stadtmitte, was auch so ein Zusammenarbeits- und Co-Creation-Ort ist. Rechts oben seht ihr unsere Grow in Ludwigsburg, das ist unser Startup Accelerator und Incubator. Und das unten, was ihr da sehen könnt, das war in unserem Innenhof auf dem IT-Campus in Feuerbach, wo wir dankenswerterweise von einer anderen Failure Night noch ein bisschen Deko mit abstauben konnten. Und das war im Sommer, war schön drin im Innenhof. Wir hatten ein paar Palmen, wir hatten ein bisschen was aufgebaut. Und das war einfach auch sehr nett und einfach ganz, ganz ungezwungen, was ich sehr wichtig finde für die Atmosphäre. Genau, wir haben natürlich auch was gelernt in den letzten 6 Jahren oder sagen wir 5,5. Und zwar eines unserer wichtigsten Learnings war, kommunizieren ist ziemlich wichtig. Das haben wir gleich bei der zweiten Screw-Up Night lernen dürfen, als wir nicht kommuniziert haben und dann uns irgendwie 2 Tage vorher siebenteils eingefallen ist, dass wir ja eigentlich in 2 Tagen eine Screw-Up Night abhalten wollten, wo wir dann zu 8 waren insgesamt, was auch nett war, auch ganz anders als die anderen Screw-Up Nights. Aber ja, klar, also das ist eigentlich nicht das, was wir wollten. Da ist der Impact natürlich ein anderer als das, was wir uns wünschen. Und dementsprechend haben wir gelernt, frühzeitig kommunizieren ist eine sehr gute Idee. Das Zweite, was wir gelernt haben, Leuten einfach mal zu vertrauen. Also ganz viele Events, bei denen ich irgendwie teilgenommen habe, die irgendwie ein bisschen größer geworden sind. Da gibt es massiv viele Briefings vorher, ganz viele Tests, Termine, irgendwie Proben, was weiß ich was alles. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn Menschen sich vor eine Menschenmenge stellen und darüber erzählen, wie sie mal was in den Sand gesetzt haben, dann bereiten die sich darauf vor und dann erzählen die ihre Geschichte auf ihre bestmögliche Art und Weise, was nicht heißt, dass wir ihnen keine Unterstützung anbieten. Also wenn jemand, einer der Speaker, gerne seine Geschichte vorher mit uns üben möchte, dann darf er das gerne, dann stehen wir auch zur Verfügung. Aber es ist kein Muss. Und ich habe es bis jetzt nicht erlebt, dass irgendjemand sich da vorne hingestellt hat und hinterher nicht alle gesagt haben, hey, klasse, coole Geschichte, gut, dass du das geteilt hast. Und das Dritte ist, was ich euch gerne mitgeben möchte, just do it. Also probiert es einfach aus. Wir sind 2016 wirklich gestartet mit der Idee, wir finden das geil. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es kommt keiner, okay, damit kommen wir klar. Und wir haben es einfach mal gemacht. Und wir hätten natürlich auch irgendwie stundenlang darüber nachdenken können. Wir hätten Sponsoren suchen können. Wir hätten gucken können, haben wir ein richtiges Konzept? Wir haben es einfach mal ausprobiert und wir lernen seitdem jedes Mal Neues dazu. Und ich möchte es nicht missen, keine der Erfahrungen, die wir gemacht haben. So,
Und jetzt habe ich natürlich auch nochmal ein Menti für euch vorbereitet, damit ihr noch ein bisschen aufwacht, nachdem ich jetzt 15 Minuten lang geredet habe. Ich würde euch bitten, einmal entweder auf menti.com zu gehen und den Code 420-980-62 einzugeben oder einfach das Handy zu zücken und den QR-Code abzuscannen. Und würde dann auch gleich mal hier rausgehen. Wobei, ich gebe euch jetzt nochmal kurz 20 Sekunden, 20, 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wunderbar. Jetzt gehe ich nämlich mal rüber und teile stattdessen das Menti so. Genau. Meine erste Frage, die ihr nämlich schon sehen konntet, ich aber noch nicht. Welche Gefühle ruft das Wort Fehler in dir hervor? Da sehe ich, okay, es ist einmal menschlich. Ich habe Angst vor Fehlern. Fehler sind was Unangenehmes, aber Fehler sind auch eine Möglichkeit zu lernen. Und genau, Fehler sind eine Möglichkeit zu lernen, wie geht es besser oder sind ein Trigger zum Lernen. Sehr schön. Und zu oft negativ besetzt. Ja, da sind wir uns einig. Schön, dass auch so, dass auch rauskommt, dass Fehler nichts Schlimmes sind. Also ich sehe schon irgendwie, wobei ich muss dazu sagen, also als ich das eine Mal in Hildesheim auf der Bühne stand, das war auch irgendwie mal ganz anders als das Ganze nur zu moderieren. Es ist schon nochmal ja, ein bisschen schwieriger darüber zu sprechen, weil es halt einfach nicht alltäglich ist. Also auch so für mich. So, dann, ich habe noch eine zweite Frage für euch vorbereitet. Da würde ich jetzt einfach hinspringen. Und zwar, wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler zugeben musst? Fühler. Das ist nämlich auch etwas, das uns, genau, einerseits geht es uns hinterher besser. Und ich habe es auch, ich habe eine andere schöne Fehlergeschichte. Wir hatten 2017 unsere Working Out Loud Konferenz in Renningen an unserem Standort und ich habe es geschafft, für viel Unmut bei den Teilnehmenden zu sorgen, indem ich morgens der Dame vom Catering gesagt habe: Nee, nee, wir brauchen um 9 keinen Kaffee, weil da sind ja die Barcamp Sessions. Ich hatte dabei leider vergessen, dass wir ursprünglich geplant hatten, dass die Leute sich im Vorbeigehen einen Kaffee mitnehmen können, was wirklich zu viel Unmut geführt hat. Und da habe ich dann gedacht, so, oh, das ist jetzt Mist. Und ich habe gar nicht viel darüber nachgedacht, habe mich dann in der Mittagspause, als wir noch ein bisschen Zeit, oder kurz nach der Mittagspause, als wir noch ein bisschen Zeit überbrücken mussten, vor die Menge gestellt und habe dann mal kurz gesagt, dass ich das verbockt habe und habe dann auch gleich angeboten, dass Kollegen, wenn sie mal in Feuerbach sind, gerne vorbeikommen dürfen und sich bei mir einen Kaffee oder von mir auf einen Kaffee eingeladen werden. Man muss fairerweise dazu sagen, bei uns gibt es den Kaffee umsonst, also es ist jetzt nicht so das große finanzielle Invest von mir gewesen. Aber das hat irgendwie, also ich glaube, dass das sehr dazu beigetragen hat, dass die Veranstaltung insgesamt besser bewertet wurde, weil wir kennen sie alle, die Menschen, die dann im Veranstaltungsfeedback schreiben, ja, es gab keinen Kaffee und mir war es dann einfach wichtig, das so ein bisschen abzufedern. Lustigerweise saß einer unserer Geschäftsführer mit in der Sitzung oder direkt, als ich da gesprochen habe. Und deswegen fanden das einige ziemlich überraschend, dass ich mich da hingestellt habe. Aber ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Aber gut, jetzt rede ich hier wieder schon wieder viel zu viel.